Einen schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich wieder eingeladen bin, um hier ein kleines Grußwort zu halten bei eurer Kreiswahlversammlung, nicht Kreisparteitag, wie mir vorne beim Eingang schon mitgeteilt wurde. Ja, und freue mich, dass ich wieder da sein kann und die gute Tradition der Zusammenarbeit in der Lausitz heute fortsetzen kann. Ja, das Thema soll ja sein, die Aufgaben der Linken im Bundestagswahlkampf. Als ich das letzte Mal hier war, das war dann, glaube ich, der Kreisparteitag, habe ich ja auch schon einige Sachen dazu gesagt. Aber eine Sache ist seitdem natürlich anders, und zwar relevant anders und beschäftigt auch viele von uns. Das ist nämlich der ganze Wirbel, der um Martin Schulz gemacht wird, dem Kanzlerkandidaten der SPD. Er ist ja so eine Art, wie soll ich mal sagen, sozialdemokratischer Messias, der aus Würselen kommt, der quasi aus Brüssel herabgestiegen ist, um ja, den Fall der SPD unter die 20%-Marke zu stoppen. Sigmar Gabriel hat ja auf Kanzlerkandidatur, auf den Parteivorsitz verzichtet, wahrscheinlich die erste richtige Entscheidung seiner Amtszeit getroffen. Die Frage ist ja, wird der Wirbel um Martin Schulz uns als Linke Stimmen kosten? Also ich habe kürzlich Folgendes gelesen, Zitat in der Zeitung: Die Sozialdemokraten gewinnen an Zustimmung und erreichen im Wahltrend erstmals seit November 2006 wieder über 30%. Aber hoch, die Meldung war jetzt gar nicht von vorletzter Woche. Ich lese euch mal das Datum vor, die war vom 10. Oktober 2012. Der Untertitel lautete damals: Steinbrück bringt die SPD auf 6-Jahres-Hoch. Und was da rausgekommen ist, das wissen wir ja. Es gibt im Internet sehr verbreitetes Satiremagazin, das nennt sich Der Postillon. Die haben das Ganze mit folgender Überschrift kommentiert: Die SPD läutet das traditionelle linke Halbjahr ein. Genau, alle 4 Jahre vor der Bundestagswahl besinnt sich die SPD wieder auf ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung. Kein Mensch glaubt, dass die Wählerinnen und Wähler das nicht merken werden. Ich meine, die Leute wissen das doch. Und das ist ja jetzt mehrfach auch leider, muss ich mal sagen, durch die Realität bewiesen worden, dass trotz linker Töne im Wahlkampf nur ganz, ganz wenig davon umgesetzt wurde. Vielleicht erinnert euch noch vor 4 Jahren, was wurde da diskutiert über Vermögenssteuer, über Millionärssteuer von der SPD, alles Forderungen, die wir als Linke erhoben haben. Was ist passiert? Dieses Thema hat 4 Jahre lang jetzt keine Rolle gespielt. Es sollte auch keine Rolle spielen. Ich habe die SPD auch nicht kämpfen sehen, dass sie versucht haben, dieses Thema in der Großen Koalition gegen die CDU durchzusetzen. Und ich denke, dass die Leute auch sich daran erinnern werden, dass Schulz die Agenda-Politik mit unterstützt hat, dass er die Erpressungspolitik gegen Griechenland unterstützt hat, der Europäischen Union, und dass er noch im letzten Jahr derjenige war, der CETA, also das Freihandelsabkommen mit Kanada, wirklich durchgedrückt hat. Und ich glaube, so ist es auch zu erklären, dass wir in den meisten Umfragen als Linke stabil sind, trotz dem Aufstieg der SPD. Deswegen glaube ich, dass wir das mit Gelassenheit sehen können. Die Leute wissen doch, wer das Original ist in Sachen sozialer Gerechtigkeit. Und das ist die Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Auf der anderen Seite, dass die SPD nach links rückt, das finde ich gut, das ist in unserem Interesse. Das zeigt nämlich vor allen Dingen eines, dass die Linke wirkt. Dass wir die Themen gesetzt haben, nach denen sich jetzt andere orientieren müssen. Und Gregor Gysi hatte vor ein paar Jahren mal folgende Losung ausgegeben, hat gesagt, wir als Linke, wir müssen der Motor sein einer gesellschaftlichen Entwicklung für mehr soziale Gerechtigkeit, für eine friedliche Politik. Und ich denke, dass diese Rückbesinnung der SPD auf ihre sozialdemokratischen Werte auch ein Teil damit zu tun hat, dass wir als Linke eine gute, starke Oppositionsarbeit geleistet haben. Ja, selbst die Grünen wollen jetzt plötzlich wieder links sein und nach links rücken. Das ist insofern erstaunlich, weil sie 2 Spitzenkandidaten vom rechten Parteiflügel kurz davor noch bestimmt haben.
Katrin Göring-Eckardt war jetzt mehrfach in der Presse, wo sie gesagt hat, dass die Grünen gegen die Agenda-Politik waren. Ich weiß nicht, wer die Tagesthemen gesehen hat, da hat man noch die Bilder dann gesehen, wo sie begeistert aufgestanden war, als es damals beschlossen wurde. Sie hat sogar behauptet, dass die Grünen den Mindestlohn erfunden haben. Also ich meine, Geschichtsklitterung müssen wir nicht betreiben. Wir können, glaube ich, einfach voller Stolz sagen, ohne die Linke würde es den Mindestlohn in Deutschland nicht geben. Und an diesen sozialen Themen sollten wir, da müssen wir auch im Wahlkampf wieder dranbleiben. Das ist unsere Stärke. Das ist auch unsere Stärke übrigens im Kampf gegen die AfD, die zwar die ganze Schuld bei Flüchtlingen verorten, aber wenn man sich jetzt mal deren Entwürfe für das Wahlprogramm und für das Parteiprogramm ansieht, hat das mit sozialer Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Die wollen die Arbeitslosenversicherung privatisieren, die Unfallversicherung privatisieren. Sie sind gegen Erbschaftssteuer, gegen Vermögenssteuer. Diese Partei macht eine völlig unsoziale Politik. Auch das müssen wir im Wahlkampf immer wieder herausstellen. Wir sollten und wir werden im Wahlkampf das Thema Armut und Armutsbekämpfung stark machen. Wer, wenn nicht die Linke, sollte darüber sprechen. In der letzten Woche kam der neue Armutsbericht heraus mit erschreckenden Zahlen, mit Zahlen, die uns zwar nicht wundern, aber die umso erschreckender sind. Wir haben jetzt über 15% arme Menschen in Deutschland, einen erneuten deutlichen Anstieg von Armut in Deutschland. Und eines der zentralen Gründe übrigens für diese Verarmungsprozesse ist, dass ja die Einführung des Mindestlohnes auf der einen Seite durch die rasant steigenden Mieten auf der anderen Seite den Menschen wieder aus der Tasche gezogen wird. Deswegen sage ich, der Kampf um höhere Löhne und der Kampf um bezahlbares Wohnen, der gehört zusammen. Und Marx ist ja jetzt wieder in. Es kommt der Film, oder kam jetzt vorgestern der Film Der junge Marx in die Kinos. Ich werde heute Abend den Film auch als Filmpatin im Filmpalast Bautzen präsentieren. Um 16 Uhr geht's los. Also wer vielleicht nach der Kreiswahlversammlung noch Lust hat, mit mir über Marx zu sprechen, ist herzlich eingeladen. Es sind noch ein paar Plätze frei. Und deswegen ist es auch gut, dass wir wieder über marxistische Themen reden können. Als ich zum Thema stagnierende Löhne und steigende Mieten und Nebenkosten in Großenhain gesprochen habe, da hat mir ein Genosse gesagt, der ML studiert hat, und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch da auch sehr gebildet ist, und der sagte, wie gesagt, der Kampf um höhere Löhne und der Kampf um bezahlbares Wohnen, das gehört zusammen. Das ist nämlich beides ein Teil des Kampfes der Arbeiterklasse gegen die ursprüngliche Akkumulation. Also wie gesagt, darüber werden wir heute im Filmpalast Bautzen auch noch sprechen. Wer Lust hat, dazu zu kommen, ist herzlich eingeladen. Im Wahlkampf werden wir uns als Linke stark machen für eine Mindestsicherung von 1050 Euro. So sieht es zumindest der Entwurf des Wahlprogramms vor. Wir müssen und wir wollen den Mindestlohn deutlich anhören. 12 Euro Mindestlohn sind nötig, um im Alter nicht in Armut zu fallen. Der jetzige Mindestlohn führt zu Altersarmut, und das können wir als Linke einfach nicht hinnehmen. Und wofür wir uns auch stark machen werden und stark machen müssen, ist nach wie vor das Dauerthema, die Rentenangleichung Ost an West. Ich meine, das ist doch einfach nur zynisch und frech, wenn Andrea Nahles jetzt sagt, es wird kommen, aber erst 2025. Da darf man sich nicht wundern, dass die Menschen frustriert sind. Da darf man sich nicht wundern, dass die Leute einfach sich von der Politik abwenden. So geht es nicht. Und ein weiteres Thema sollte aus meiner Sicht sein, die Kindergrundsicherung. Ich finde, es ist einfach eine Schande, dass in einem so reichen Land wie Deutschland, Deutschland ist nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt, so viele Kinder in Armut leben. Das können wir als Linke nicht akzeptieren. Ja, das Thema Arbeit ist wichtig. Rico hat ja auch vor ein paar Monaten schon gesagt, die Linke muss wieder Partei der Arbeiter und Bauern sein, mit einem Augenzwinkern natürlich, aber deswegen ist es gut, dass er jetzt schon bei Bombardier ist. Ich werde später mit Gabi, mit Thorsten, ich denke mit anderen dazukommen. Gabi hat mir schon diesen schönen Button hier ans Revier geheftet. Dankeschön. Ich finde, es kann auch einfach nicht sein, und da ist Bombardier einfach das beste Beispiel dafür, dass Unternehmen, dass Konzerne, die Millionen von Fördergeldern einstreichen, dann hingehen und sich komplett aus der Verantwortung für die Beschäftigten und aus der Verantwortung für die Region ziehen. Das können wir nicht akzeptieren. Und deswegen will ich sagen, muss auch von diesem Parteitag ganz klar die Botschaft ausgehen, liebe Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke steht an eurer Seite.
Mir fehlt jetzt die Zeit, um noch stärker auf die Verkehrspolitik eingehen zu können, aber es hängt damit zusammen. Wenn nämlich unsere Bundesregierung irgendwie nicht ins Schienennetz investiert, wenn die Bahn hängen gelassen wird, dass wir jetzt Monate, jahrelang darum gekämpft haben, dass zwischen Görlitz und Hoyerswerda überhaupt noch Personenzüge fahren, dann haben wir jetzt Gott sei Dank erstmal erreicht. Aber es war ein harter Kampf, den wir in der Landtagsfraktion und in der Bundestagsfraktion geführt haben, um diese sogenannten Regionalisierungsmittel. Ich will sagen, mit dieser falschen Bahnpolitik, auch damit spart man Bombardier kaputt, und das akzeptieren wir nicht. Ein weiteres, ein letztes Thema, ich will es kurz anreißen, ist natürlich das Thema friedliche Außenpolitik. Ich habe gesehen, es gibt auch einen Antrag dazu, dass wir das im Wahlprogramm weiter nach vorne ziehen sollen, was, glaube ich, eine gute Idee ist. Die Bundesregierung will aber eigentlich das Gegenteil tun. Sie will den Verteidigungsetat erhöhen. Ja, da frage ich mich, wo soll dann plötzlich das Geld herkommen? Haben die uns nicht 4 Jahre gesagt, wir haben ja gar kein Geld, wo soll das Geld herkommen? Jetzt ist es plötzlich da, wenn es um Waffen und wenn es um Panzer geht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir sagen als Linke, dieses Geld ist in Sozialwohnungen, ist in einer Entwicklungshilfe deutlich besser angelegt als im Verteidigungsetat. Liebe Genossinnen und Genossen, ich finde, wir sollten und wir können mit Zuversicht in den Bundestagswahlkampf ziehen. Ich habe mich heute früh bei der Herfahrt an ein Plakat erinnert, das wir als Linke mal plakatiert haben. Das lautete: der eigenen Kraft vertrauen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das der richtige Slogan für ein Wahlplakat ist, aber als Motto für uns, dass wir sagen, wir haben Stärken, wir haben als Linke den Mindestlohn eingeführt, wir sind als Linke die treibende Kraft, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, wenn es darum geht, den Finger in die Wunde zu legen, das ist ein schönes Motto für uns, und darauf sollten und können wir vertrauen. Ich wünsche euch heute viel Erfolg, ich freue mich, dass Thorsten kandidiert, ich hoffe, ihr werdet ihn mit einem guten Wahlergebnis unterstützen. Ich bin ja schon aufgestellt worden im Nachbarlandkreis in Bautzen und denke, dass wir im Wahlkampf auch gut zusammenarbeiten können und zusammenarbeiten sollen. Es gibt eine lange Tradition der Zusammenarbeit in der Lausitz, der gegenseitigen Unterstützung untereinander. Ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, und so sollten wir es auch in Zukunft halten. Ich wünsche euch heute viel Erfolg. Ich wünsche uns allen gemeinsam viel Erfolg im Wahlkampf. Glück auf, eine gute Versammlung. Dankeschön.